Gut, Benne, herzlichen Glückwunsch, dass Sie eingeschaltet haben und guten Geschmack bewiesen haben. Ja, sehr Ja. guten Geschmack. Wir werden jetzt erkunden, was wir hier zu tun haben und werden mal mit den malenden Typen mal knacken, der einfach naheliegsten ist. Danach werden wir mit der tanzenden Uschi sprechen. Was Und, ist auf nee, können? können wir gar nicht. Juhuhu. Ach ja, stimmt, das macht ja der andere Typ. Wie heißt er nochmal? Ja, genau. Ich hab schon seinen Namen vergessen. Hatte der überhaupt einen Namen? Ja, der hat einen Namen. Hilft uns doch. Das ist doch der Bro von unserem Dad. Ja, ich weiß es nicht mehr, keine Ahnung. Okay, dann schnack mal mit den Typen oder gucken wir mal, was wir hier machen können. Jo, aber was ich schon entdeckt habe, wir können zu Mad Max wechseln. Ich habe das Gefühl, Mad Max sieht hier auf dem Bild irgendwie anders aus. War das schon? Warte Egal. mal. Steht eigentlich Nina auf Mad Max? Oh ja, richtig hart. Oh ja. Aber wart's ab, die steht gleich auch noch auf dem. Ah, er ist wirklich ein Mann. Ja, sehr. Sie steht ja auf Auch wenn alle er Männer. stocksteif ist. Und das für eine Kubaner mit einem Aber Hufzwung ist eine merkwürdige Sache. sie ist auch stocksteif, also es passt schon. Ja. Mit dem Ich frage mich, wozu eine so kleine und abgelegene Nervenheilanstalt einen Pförtner braucht, Ach, das ist ein zumal Pförtner. es hier nicht einmal einen Parkplatz gibt. Das ist eine. Ach so, ich Dann dachte. Oh mein. mach dich an ihn ran. Mann, Dann bedien mach dich an dich. ihn ran. Hier steht ja sogar Hospital Psicologico. Für alle Zuschauer, ich kann nur empfehlen, dass ihr euer Herz nicht einfach schnell an jeden x-beliebigen Mensch verschwendet. Also lernt die Leute kennen und sagt nicht, oh, das ist super Oh, toll. er ist Pförtner bei einem Hospital Psicologico. Oh, aber leider ist er schwul, aber ist mir Ah, egal. was mir egal. Okay, was hat er zu sagen? Ja. Hola, ¿cómo estás? Schönen guten Tag. Ich suche das Sanatorium unter Palmen. Bin ich hier richtig? Ihnen auch einen schönen Tag. Ja, zumindest dem Namen nach sind Sie hier richtig. Dem Namen nach? Das ist noch Palmen. Naja, mit Institutionen ist es dasselbe wie mit Parteien. Der Name ist nicht immer Programm. Wieso? Sind doch eine Menge Palmen Klare hier. Worte. Ja, Palmen gibt es hier. Aber lassen wir das. Ich habe schon viel zu viel geredet. Wie kann ich Ihnen helfen? Nun kommen Sie schon. Was ist hier los? Was stimmt nicht? Gar nichts. Mit Ich meinte alles. mir. Warum soll ich Ach, eingewiesen egal. werden? Also, was wollen Sie? Schade. Ich suche einen gewissen Manuel Perez. Soll hier Patient sein? Ja, kann schon sein. Perez. Ich kenne die Patienten nicht. Gehen Sie vorne links zum Empfang. Da kann man Ihnen mit Sicherheit weiterhelfen. Und wenn ich Ihnen noch einen Rat geben darf, seien Sie vorsichtig. Was? Wieso? Nur so. Sie sehen so aus, als hätten Sie die Warnung nötig. Aber wie dem auch sei, ich muss jetzt weiter malen. Viel Glück. Hör nicht auf deine innere Stimme. Also ist er doch Maler, ist kein Pförtner. Ich find's cool, dass. Wo sind die? Die sind ja hier irgendwo etwas Kuba. Südländisches. Und. Ach, Kuba. Ach ja, stimmt. Ja, Kuba, also. Guck mal, schon so lange her. Auf jeden Fall. Wir machen eindeutig zu lange Aufnahmepausen, ich merke das. Ja. Wir chillen unser Leben hier einfach. Auf jeden Fall finde ich es geil. Die spricht ihn einfach mal knallhart auf Deutsch an und nicht mal irgendwie auf Englisch. Also, ich meine, ich erwarte ja nicht von jedem, der jetzt in Kuba ist, dass er auch. Kuberianisch, was sprichst du nochmal? Espanol, Ja, Spanisch. das wusste ich. Ja, ganz ehrlich, sie hätte ihn auch auf Russisch ansprechen können, weil durch die kubanischen Beziehungen zwischen Russland und Kuba, die sind nämlich aus der ehemaligen Sowjetunion, haben die so eine Brüderschaft. Ich glaube, teilweise bis heute noch. Russland ist ja, die Russische Föderation ist ja jetzt nicht mehr. Was soll ich sagen, kommunistisch, aber trotzdem haben die noch gute Beziehungen. Und die konnten damals Russisch, weil das war die kommunistische Sprache. Und los geht's. Guck Ich mal, laber was hier nur einen alles, Dreckmüll, alles ne? weiß. Ich glaub, Nina, die labert vernünftigeren Kram als ich, ey. Ich Naja. erzähle hier einfach irgendeinen Scheiß-Stuss, ne? Der so mal stimmt, aber das interessiert ja auch keinen. Dann machen wir Aber weiter. trotzdem, dass er dann auch auf so einen perfekten Deutsch antwortet, ohne Akzent oder so. Ja, stimmt. Wir hätten jetzt einen südländischen Akzent erwartet. Ja, echt, Zu ja. 95%. Oder einen russischen Akzent, wie wir jetzt gelernt haben. Ja. Okay, was wollen wir zuerst fragen nach seiner schönen Staffelei? Und Ja, wir danach? fragen nach der Staffelei auf Sie jeden Fall. malen während Ihrer Arbeitszeit? Ja, klar. Wenn mal gerade nichts zu tun ist, male ich ein paar Bilder. Einige davon werden dann zur Dekoration in die Klinik gehängt. Ist denn so wenig zu tun? Was glauben Sie denn? Hier gibt's keinen Sommerschlossverkauf, wo sich Tausende bereits am Das Abend sieht vorher man nicht. anstellen. Ich bin jetzt seit 2 Jahren hier und Sie sind, wenn ich mich nicht verzählt habe, sind Sie der dritte Besucher? Oh, Oh. was malen Sie denn so? Oh, eigentlich alles. Wobei, wenn ich ehrlich bin, ist alles nicht sonderlich viel. Irgendwann gehen einem die Motive aus, wenn man immer nur von einer Position aus malen kann.
Ich habe mittlerweile sämtliche Palmen, Grashalme und selbst die Schmetterlinge in ihren unterschiedlichen Flügelstellungen gemalt. Allmählich wird's öde. Dabei habe ich extra langsam gemalt. Früher hatte ich ein Bild in 30 Minuten fertig. Heute lasse ich mir 30 Stunden Zeit. Nur, um möglichst lange das Problem des nächsten Motivs vor mir herzuschieben. Na, dann wünsche ich Ihnen... Was soll ich Ihnen wünschen? Wünschen Sie mir ein Unwetter. Vielleicht fallen ja ein paar Palmen um. Dann hätte ich mal ein neues Motiv. Eine ja gut, dann wünsche ich Ihnen ein Unwetter. Mhm. Danke. Klar. Und wenn Ihnen ein tolles Motiv über den Weg läuft, dann bringen Sie es mit. Wie wär's? Er dreht einfach mal die Staffelei um und schaut auf die Straße oder so. Ja. Das Sandneues malen. Ja. Guck mal, er meinte, es sind 3 Besucher gekommen. Er war der Erste, die Frau Lenin die Zweite, sie ist die Dritte. Ist viel los da, das ist auf jeden Fall... Aber finde ich cool, gibt es Tanzkurs. Oder sie ist einfach nur eine Verrückte und tanzt halt. Ist egal, es ist auch hypnotisiert, genauso wie der Baum vorhin. Sie sagten vorhin, dass irgendwas mit dieser Anstalt nicht stimmen würde. Ich? Nein, das habe ich nie gesagt. Nein, nein. Aber... Das Wetter ist schön heute, oder? Okay, ja, auch wunderschön. Hab schon verstanden. Nee, ich glaube, der hat Angst vor dem Geheimdienst. Ich glaube, das ist so einer, der das ist schon gut. Ich lasse sie jetzt mal wieder mit ihrer Muse allein. Danke. Ich warte immer noch auf den Kuss. Oh. Von mir oder von der Muse? Sowohl als auch. Läuft bei ihm. Heute sind die Rollen vertauscht, ne? Aber richtig, ja. Jetzt ist er der Horny Nina. Der Horny Nina. Hat er eigentlich einen Namen? Er hat sich bestimmt vorgestellt. Horny Pörtner nämlich. Aber ich bin gerade überrascht, dass sie gar nicht drauf eingegangen ist. Ich hätte jetzt erwartet, dass sie ihn knutscht. Mala Gonzales heißt er. Ja, heißt er. Gonzales. Erinnert mich ja so ein bisschen schon an Dirty Dancing hier. Apropos, es soll, das ist aber. Ja, egal, aber, habe ich gerade irgendwie... Es soll jetzt eine Neuauflage von Dirty Dancing geben. Dirty Dancing. Ich glaube, es gibt nichts, was sinnloser ist als eine Neuauflage von Dirty Dancing. Obwohl, ich bin wirklich Tanzfilm-Fan, ne? Wirklich, ich mag Tanzfilme total gerne. Ich mag selbst Dirty Dancing. Ich habe sogar Dirty Dancing 2 angeschaut. Nicht jeder weiß, oder dabei weiß noch nicht mal jeder, dass es Dirty Dancing 2 gibt. Was? Ich habe nicht mal den ersten Teil gesehen. Nicht so schlimm, man hat auch nichts verpasst, wenn man es nicht gesehen hat. Man muss sich auch nicht alles antun. Geh mal auf Che Guevara oder auf das Tor, genau. Der Nächste zum Verlieben hier. Aber richtig, aber ich habe so lange das Gefühl, die steht vor allen Dingen halt auf Deutsche oder auf Russen, aber ich glaube, diese südländische Richtung, wobei das komisch ist, ich dachte eigentlich, die meisten Frauen stehen ja oft auf diese braun gebrannten Männer. Du, das ist von Region zu Region unterschiedlich. In meiner China-Reise war das so, habe ich erfahren, dass die Chinesen und allgemein die Asiaten Bleichungscreme benutzen für die Haut, damit sie so richtig schön bleich werden. Die laufen wirklich an beim Sommer. Wie die Europäer so, ne? Ja, genau. Hm. Genau. Man will immer das haben, was man nicht hat. Ja, ja. Seid doch einfach mit dem zufrieden, was ihr habt. Als ich das erfahren habe, dachte ich mir auch so, ja, was soll denn das, ne? Ich bin glücklich über meine Hautfarbe. Ich verrate euch nicht, welche Hautfarbe ich habe. Ich bin glücklich über meine Hautfarbe. Und das ist halt meine Hautfarbe. Das ist meine Haarfarbe. Und so bin ich halt gemacht. Und ich bin schön gemacht. Und das ist gut. Und ich finde, sehr helle Europäer, finde ich, sehen schön aus. Oder Europäerinnen, meine ich. Ich bin ja nicht jetzt auf Männer aus, sage ich jetzt mal. Vergeben bin ich übrigens auch, also keine Sorge. Also ich finde helle Europäerinnen, finde ich schön. Ich finde südländische Frauen schön. Ich finde auch afrikanische Leute manchmal schön. Es ist Asiaten, egal wo sie herkommen, es gibt aus jedem Volk irgendwelche richtig schönen Menschen. Und wenn man aus diesen kleinen Völkchen dann kommt oder halt so ähnlich aussieht wie jemand, kann man sich einfach nur irgendwie freuen und zufrieden sein, wie man ist. Wieso wollen die Leute immer das haben, was sie nicht haben können? Das finde ich immer so schade. Naja, das nur mal so nebenbei. Ich reg mich da halt immer drüber auf, dass Leute versuchen, etwas zu sein, was sie nicht sind und dass sie einer Sache hinterherlaufen, was sie nicht erreichen können. Und damit würde ich sagen, machen wir eine Aufnahmepause, oder? Ja, nur noch mit dem Schlusssatz, dass Schönheit sowieso im Auge des Betrachters liegt und meiner Meinung nach gibt es keine hässlichen Menschen. Jeder ist schön. Ja, wenn die Schönheit von innen kommt, strahlende Menschen sehen sowieso so viel attraktiver aus. Seid einfach glücklich mit dem, was ihr habt und dann strahlt ihr, seid ihr noch viel glücklicher aus und noch viel schöner. Also, ihr seid schön, wir sind schön. Damit bis zur nächsten Folge. Oh ja. Yeah.